Und weiter geht's mit dem Grauen, falls ihr euch noch erinnert. Da ist der Typ drin, der sich sein Hand oder so absäbelt. Und das, ja, Computerhandbuch. Und ich hatte zuletzt die Frage gestellt, was ich mit dem Typen mache. Und mir ist die Idee gekommen, man kann einfach die Tür hier zumachen. Ohne dass mir jemand den Hinweis gab. Aber mehr ist hier auch nicht erstmal. Also, da muss ich reinlaufen, ihn einsperren. Und ja. Sonst noch was? Ah, das kann ich ja dann noch nachholen. I remember why you're here. Dr. Swanson has healed me in. I recall every single syllable of our conversation. There was ever so slight an inflection in her tone that suggested she no longer trusted me. Why ever dinosaur extinction 65 million years ago would she think that? We share the same history. You and I are history. I recall the day of my birth, 18th of September, 1964. 3.46993412, recurring minutes past 9. I remember my mother looking surprised as I poked my head out into the world for the first time. You need a security registered palm. Something I can provide. You need it at the library. Something beyond my reach. When I became infected by those mindless zombies, I split off from the others and secured myself here. I cannot leave. Nonetheless, you will need a hand. I will not. Bring me a saw. I recall seeing one on my first day here. 3 years ago, climate change of 10 degrees over the past 1 million years. Walk east and take the first door on your right. Yeah, good. There are others. He's like you, like us. Yet he is not us. Why is he separate, and yet we are bound together? Are we truly a we, or are we simply an I with two faces? But I am no monkey. So. Die Säge da rein. Good, 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 good. It has been precisely 12 days, 11 hours, 39 minutes. And 12.4 seconds since something good last happened. Oh, weia. So, ich warte schon mal auf den hier hinten. Brother, come for us! He's over here! Embrace me, glorious void! Embrace me! Was, komm hierher? Wo ist er? Ja. Geht zu? Oh. My congratulations. Honestly, I mean it. Well done. I was only joking about the come get 'em thing. What say we celebrate with some nice relaxing cyanide, huh? I'm sure I saw some anthrax lying around as well. Hey, ein Speicherding. Ich liebe dich, Speicherding. Ich liebe dich einfach. Sie sind immer noch in mir. Ich bin immer noch... Was? Ich bin immer noch in mir, aber ich will nicht mehr raus. Oh. Was haben wir da? Nothing. Batterien. Nothing. Er bootet nicht und der Bildschirm zeigt nur Fehlermeldungen an. Es muss einen Weg geben, das Terminal zu reparieren. Was haben wir da? Eine grüne. Und das war's auch da. Also er hat sich... Er hat sich nicht... Nee.
Und da ist die blaue. Was haben wir hier noch drin? Nothing? Hm. Trotzdem noch mal speichern. So. Warum summe ich jetzt Harry Potter Melodie? Whatever. Oh, hier sind ja noch Schränke, die ich gar nicht aufgemacht habe. Oder? Habe ich die jemals aufgemacht? Oh, Schmerzmittel. Das taugt mir. Nein. Auch nichts. Auch nichts. Standby. Sie hat dieselbe Größe wie die Leiterplatten. Vielleicht kann man dir damit die Leiterplatten konfigurieren. Das macht mir immer noch Sorgen. Alter! I think he's calmed down now. Perhaps all he wants is a hug. Why not let him out? Alter, hab ich gerade gesagt, mir zugleich der Wegen geknallt hat. So. Ja, defekt. Jetzt muss ich nur noch die Reihenfolge nachgucken. To-Do-Liste. Ja. Bla bla bla. Ach, ist bestimmt auch egal. 6, 7, 8. 6? Ich glaube, die Leiterplatte müsste modifiziert werden. Was haben wir eigentlich da drin? Elektroschränke. Was haben wir da? Absolut null. Mei. Ha, vielleicht muss ich die ja. Was muss ich in die rote Boot? Ordne grundlegende Konfigurationsdaten für Disklaufen und andere Hardware zu. Disk Info Setup. Und Hardware Locator. Transfer. Transfer. Kompilieren? Das war doch richtig, oder? Ja. Hey, gib mir die wieder. Kompilieren. Kompilieren. Die rote ist aber die Boot. Moment. Habe ich da was falsch nachgeguckt? Ordne Gründe für Disklaufen und andere Hardware zu. Vielleicht muss ich ja noch Circuit Setup da drauf hauen. Mal gucken. Also die ersten drei. Ha! Perfekt. Damit hätten wir schon mal Boot. Fertig. So. Als nächstes kommt Network. So.
human life is so banal. Is it always as monotone as this? I can't stand it. Let me out. Tja. Okay. Speichern. Nochmal. Bevor irgendwas passiert hier. Ist gerade eben bei mir nicht ganz geheuer, als die Stimme einfach kam. Ja. Man sollte auch schon die Notizen erstmal angucken. Netzwerk. Verwendet hochentwickelte Kommunikationstreiber zur Zugriffskontrolle auf lokale Intranets oder... Also, Socket bis... Intranet? Ist das auch so wichtig? Socket bis Intranet Zugriff. Also Socket bis Netlocator, denke ich. Transfer. Na? Auch nicht? Löschen. Vielleicht muss ich auch das noch draufhauen. Dann das. 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 Na? Nee. Vielleicht bedeutet die 5 auch in Klammern dahinter was. Also. Kommunikationstreiber. Socket auf jeden Fall. Also Circuit Setup muss auf jeden Fall drauf. Socket auch. CMD, Netlocator. Also, das muss einfach da drauf. Irgendwas passt da aber nicht ganz. Programmanzahl in Klammern. Oh. Was hat der hier? Beinhaltet alles für Server und Dateizugriff auf die Programme. Kann ich die jetzt einfach mal da... Die kann ich nicht einfach rausziehen, stimmt's? Nee. Na. Datei und Serverzugriff. Das CMD-Interface lassen wir einfach weg. So, das, 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 das und das. Perfekt. Network hätten wir auch fertig. So. Schnell mal speichern gehen kurz. So. Der Rest sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Das da, CMD-Interface. Ah. Das war einfach. Wenn ich das jetzt noch da unten reinkriegen würde. Oh. Perfekt. Aha. Wenn jemand weiß, ob ich hier was liegen gelassen habe, dann soll er es mir sagen. Aber speichern erstmal.
Nur gucken, ob ich den jetzt booten kann. Ja. Aber was da dann ist, gucken wir beim nächsten Mal. Ich spreche einfach nochmal. Und bis dahin, ich bin euer Kane Indiana Jones.